Moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video-Special. Normalerweise berichten wir euch ja von unseren Touren und stellen euch Stellplätze und das ein oder andere Sehenswerte drumherum vor. Vor einigen Monaten haben wir euch in einem anderen Video-Special unsere neue 360-Grad-Kamera vorgestellt, die uns seitdem auf all unseren Reisen begleitet. Die Insta-ONE X2 liefert uns immer wieder tolle Perspektiven und es macht viel Spaß, mit ihr Aufnahmen für unsere Videos zu machen. Wenn euch die Kamera und das Video dazu interessieren und ihr es noch nicht gesehen habt, einen Link zu dem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Neben all den fantastischen Möglichkeiten, die uns die Insta-ONE X2 mit seinen 360-Grad-Aufnahmen ermöglicht, hat uns auch die sehr kompakte Größe der Kamera begeistert. Sie nimmt nicht nur in 360 Grad auf, sie passt auch noch in jede Hosentasche. Als Insta360 nun noch einmal auf uns zukam und uns die Möglichkeit anbot, eine Kamera zu testen, die man in der Hosentasche kaum wiederfindet, haben wir nicht lange überlegt und gesagt, na klar, die Kamera gucken wir uns sehr gerne einmal an und schauen, ob sie für uns und auch für euch auf Reisen etwas taugt. Der Kontakt zu Insta360 war auch diesmal wieder sehr nett und uns wurde die Kamera und etwas Equipment zur Verfügung gestellt. Auch dieses Mal haben wir keinerlei Vorgaben bezüglich des Videos bekommen und können so über die InstaGo 2 berichten, wie wir es wollen. Bei dem kleinen Technikwunder handelt es sich um keine 360-Grad-Kamera, sondern um die wahrscheinlich kleinste Action-Cam der Welt. Die kleine Cam hat ein Gewicht von sage und schreibe weniger als 27 Gramm. Und kann ohne weiteres Zubehör direkt über die kleine Kamera selber gesteuert werden. Ein kleiner Druckknopf vorne an der Kamera kann individuell belegt werden, sodass ihr zum Beispiel mit einmal drücken die Kamera direkt im Pro-Modus startet. Bei zweimal drücken kann zum Beispiel eine Zeitlupenaufnahme begonnen werden. Ihr könnt die kleine InstaGo 2, wie gerade schon gesagt, einfach so nutzen. Ihr könnt sie aber auch in dem kleinen Gehäuse bedienen. Dieses kleine Case ist aber nicht nur eine Halterung für die Kamera. Hier wird sie auch direkt wieder aufgeladen. Und über ein kleines Display und die zwei Button könnt ihr die Kamera steuern und Einstellungen vornehmen. Auf der Unterseite vom Case findet ihr einen USB-C-Anschluss, um den Akku, der im Case verbaut ist, aufzuladen und natürlich auch um Daten zu übertragen. Zudem gibt es auch einen Gewindeanschluss, wenn ihr das Case mit Kamera auf einem Stativ nutzen wollt. In der Kamera ist ein quadratischer Sensor verbaut. Das ist eine tolle Sache, denn somit ist es egal, ob man die Kamera so, so oder so hält. Der Horizont bleibt in der Waage. Die InstaGo 2 ist ohne zusätzlichen Schutz wasserdicht bis 4 Meter. Da kann man das Glas ruhig auch mal voll einschenken. Die Kamera selber ist magnetisch und kann so super einfach an vielen Orten ganz schnell befestigt werden. Es gibt aber natürlich auch einiges an Zubehör für die Kamera, wie zum Beispiel dieses kleine Teil. Hier wird die Kamera auch magnetisch gehalten
und über das Klebepad kann man sie so gut wie überall befestigen. Möglichkeiten für auch mal etwas ungewöhnlichere Kameraperspektiven gibt es da sehr viele. Die Kamera lässt sich nicht nur in unserer Bordküche prima und vielfältig einsetzen. Und mit einfachen Mitteln bekommt man die ein oder andere Perspektive super hin. So sieht das Ganze dann fertig aus. Sehr praktisch und bei uns auch immer wieder im Einsatz ist diese Kamerahalterung. Die trägt man wie eine Kette. Unter das Shirt damit und dann könnt ihr die Kamera außen anklicken und habt so die Hände frei. Und eine tolle Perspektive. Es gibt auch eine Halterung, die ihr zum Beispiel an ein Käppi anklipsen oder auch am Fahrradhelm befestigen könnt. Auch damit kann man für tolle Perspektiven sorgen. Für Hundebesitzer gibt es im Instashop eine spezielle Halterung für den Vierbeiner. Auch damit kann man tolle Aufnahmen erzielen. Den Link zum Shop findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Kamera verfügt auch über einen Linsenschutz. Sollte der mal beschädigt sein, bekommt ihr den natürlich auch im Instashop nachgekauft. Die Videos werden mit maximal 1440p aufgenommen und es kann mit 50, 30, 25 und 24 Frames per Second gefilmt werden. Zeitlupenaufnahmen könnt ihr mit vierfacher Verlangsamung machen. Sie werden mit 120 Frames per Second und 1080p aufgenommen. Fotos, die ihr mit der Kamera natürlich auch machen könnt, werden in 2000x2000p aufgenommen. In dem kleinen Leichtgewicht ist wahlweise ein 32 oder 64 GB Speicher fest verbaut. Ebenso der Akku, der es ermöglicht, rund 30 Minuten mit der Kamera zu filmen. Das klingt vielleicht erstmal nicht viel. Uns hat diese Zeit bislang aber immer völlig ausgereicht. Und sobald man die Kamera ins kleine Case steckt, lädt sie ja sofort automatisch wieder nach. Die Bildstabilisierung der InstaGo 2 ist schon wirklich fantastisch und begeistert uns immer wieder aufs Neue. Hier einmal der Vergleich mit Bildstabilisierung im oberen Bild und ohne im unteren. Das eingebaute Mikrofon, welches ich jetzt gerade verwende, liefert ein erstaunlich gutes Ergebnis. Mit einem externen Mikrofon ist es vielleicht nicht zu vergleichen. Bei Außenaufnahmen mit stärkerem Wind werden wie bei jeder anderen Kamera auch Grenzen erreicht. Wir haben uns direkt dazu entschieden, alle Aufnahmen im Pro-Modus zu machen.
Er eröffnet euch etliche weitere Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Im Pro-Modus ist aber auch eine Nachbearbeitung notwendig. Das ist aber schnell gemacht und man kann sie direkt in der App oder auch bequem am Rechner erledigen. In der App könnt ihr auch direkt am Handy eure Aufnahmen bearbeiten und euch ein Vorschaubild der Aufnahmen, die ihr machen wollt, anzeigen lassen. Die InstaGo und das Handy verbinden sich über WLAN. Der Verbindungsaufbau könnte für unseren Geschmack manchmal ein klein wenig schneller sein. Die App ist einfach zu bedienen und man findet sich da recht schnell zurecht. Am Rechner kann man seine Aufnahmen natürlich auch bearbeiten. Das Programm stellt Insta360 ebenfalls kostenfrei zur Verfügung. Auch hier ist alles übersichtlich. Man findet sich, wie in der App, sehr schnell zurecht. Das Bearbeitungsprogramm für die 360-Grad-Kamera und die kleine InstaGo ist übrigens identisch. Das ist natürlich sehr praktisch. Auf YouTube gibt es auch einige Tutorials, die die App und das Bearbeitungsprogramm ausführlich erklären. Wir nutzen die InstaGo 2 nun schon seit einigen Monaten und haben sie ausgiebig getestet. In unseren Videos machen wir inzwischen sehr viele Aufnahmen mit der kleinen Kamera. Dadurch, dass sie so klein ist, ergeben sich viele Möglichkeiten. Und für uns ist es unwahrscheinlich praktisch, mit der Minikamera zu arbeiten. Mit der Bildqualität der InstaGo 2 sind wir mehr als zufrieden. Wie aus so einer kleinen Linse so tolle Bilder kommen, haben wir bis heute nicht verstanden. Bei unseren Videos hat die InstaGo 2 ihren festen Platz gefunden und wir wollen sie nicht mehr missen. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank an Insta360, dass sie uns die Kamera zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse an der InstaGo 2 oder auch der InstaOne X2 habt, alle wichtigen Links zu den Kameras und zu Insta360 findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sind natürlich auch weiter unterwegs und berichten euch von unseren Touren. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Kostet wie immer nix und so verpasst ihr keines der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Schaut doch mal bei Instagram und Facebook rein und folgt uns da doch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.